Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute gibt's mal wieder eine Squad-Building-Challenge-Lösung und für mehr Squad-Building-Challenge-Lösungen lasst einen Daumen nach oben da und hier haben wir die Squad-Building-Challenge ausländische Spieler und das ist richtig, richtig günstig. Man bekommt zwar nicht die geilsten Packs, aber das ist günstig und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das einfach mal und hole mir halt die Packs ab und öffne das Ganze auch. Und hier haben wir dann direkt auch schon das erste Team und da kostet eigentlich jeder Spieler fast 200 Coins. Also das ist wirklich sau, sau leicht und sau günstig, diese Teams hier zusammenzustellen. Und das ist eigentlich auch schon die erste Mannschaft und das schicken wir natürlich direkt ab. Also Premier League ist abgehakt und dann kommen wir direkt in die Bundesliga rein. Da habe ich auch sehr, sehr viele Bronzespieler. Da habe ich dann aber auch mit den koreanischen Spielern gearbeitet. Und hier braucht ihr eben Innenverteidiger bzw. Einen Tormann aus der Bundesliga, die aus anderen Nationen als Deutschland kommen. Das ist sozusagen die Challenge an dem Ganzen und das senden wir dann natürlich ab. Also für den Torwart können zum Beispiel auch diese zwei Spieler reinpacken. Das wäre ziemlich egal, ihr würdet die Challenge trotzdem abschließen. Also ihr könnt da wirklich sehr, sehr viel variieren, um eben, ja, sag ich jetzt mal, die günstigsten Spieler rauszufinden. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Teil dieser SBC und zwar ist das die Calcio A. Hier habe ich mit argentinischen Spielern gearbeitet im zentralen Defensive, also bei den Innenverteidigern und beim Torwart. Da könnt ihr natürlich auch das Ganze mit Brasilianern machen oder mit Spaniern oder sonst was. Das müssen halt einfach Spieler aus der Calcio A sein, die nicht Italiener sind. Und das senden wir dann natürlich auch ab. Die ganze Challenge insgesamt hat mir circa 10.000 Münzen gekostet. Also das ist wirklich nicht teuer. Und dann haben wir das Ganze auch schon abgeschlossen. Und das ist auch mit Sicherheit die günstigste Lösung für diese SBC. Und wie gesagt, 10.000 Münzen circa kostet das Ganze. Und dann gehen wir auch direkt rein in den Shop. Da haben wir jetzt natürlich 4 Packs am Start. Auch ein Silberpack. Das öffnen wir direkt. Das ist so ein 3.750 Coins Pack. Und da ist eine seltene Karte drinnen gewesen, ne? Und schauen wir einfach mal, wer das ist. Die Spieler können nämlich hier teilweise richtig viel wert sein, aufgrund der Spot-Building-Challenges eben. Und ihr seht, der kostet locker mal so, ja, 700 Coins oder so. Sonst könnte hier vielleicht noch wer was wert sein. Er hier vielleicht wegen der Dele Alli SBC. Okay, nicht wirklich, aber auf jeden Fall können da leicht Spieler dabei sein, die was wert sind. Und gerade habe ich es gesagt und da ist ein McDonald's-Spieler dabei. Und den gibt es nicht mal auf dem Markt, Jungs. Den gibt es nicht mal auf dem Markt und den können wir für 10.000 Coins verkaufen. Und machen somit schon mal Gewinn bei dieser SBC. Also probiert diese SBC auf jeden Fall mal aus. Diese Silberspieler sind sicherlich alle was wert. Und ich werde jetzt einfach alle auf die Transferliste geben. Und sie dann eben nachher reinstellen. Das ist wirklich unglaublich, wie leicht ihr da Coins machen könnt. Also Silberpacks öffnen an sich kann auch ein guter Trading-Tipp sein. Aber ich halte davon nicht ganz so viel. Und dann kommen wir auch direkt zu diesem 5K-Set mit Di Maria oben drauf. Und das ist leider eine Non-Rare-Karte. Aber wie gesagt, das mit dem Silberpack ist gar nicht mal so schlecht. Und hier haben wir auch noch den Boateng mit 89 Tempo. Der sieht irgendwie richtig, richtig gut aus. Aber er hat leider nur 3 Sterne Skills. Aber eine Heilungskarte, die ist dann auch nochmal viel wert. Also da kann man wirklich fast nur mit Gewinn rausgehen. Und dann stoßen wir diese Managerin oder was das auch immer war, diese Heilungsdings-Tante da ab. Und dann kommen wir auch schon zu den letzten 2 Packs. Und zwar haben wir hier so ein Nur-Spieler-Set. Mal schauen, ob hier vielleicht eine gute Karte drinnen ist. Es ist immerhin... Ah, ich wollte schon sagen, es ist ein Rare-Spieler, ist es aber leider nicht. Das ist ein Spieler von Osuna oder wie man die ausspricht. Ocampos haben wir hier noch am Start und dann aber auch noch ganz gute Silberspieler wieder. Also wie gesagt, das mit den Silberspielern ist echt richtig effektiv. Und dann schaut ihr einfach nach, ob diese Spieler irgendwas wert sind. Und der hier ist auch ein bisschen was wert. Also da könnt ihr wirklich ganz, ganz leicht Coins machen. Und das würde ich euch echt nur empfehlen, dass ihr diese SBC macht. Diese Bronzespieler gebe ich sicherheitshalber mal in den Verein, falls die vielleicht mal irgendwie für eine SBC benötigt werden. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Pack. Und zwar sind da 2 seltene Goldspieler drin. Wir drücken drauf und es ist kein Walkout. Vielleicht eine Special Card. Nein, leider auch nicht. Und das ist auch kein 84 Plus. Das ist, oh, ich dachte, es ist Sanchez. Es ist aber André. Ja, mit einem 81er Rating und IU haben wir auch noch am Start, der wird aber nichts wert sein. Naja, immerhin ist das Ganze auch tradable, das heißt, ihr könnt da wirklich fast nur Gewinn machen. Und ja, Freunde, das war's auch schon wieder mit dem heutigen Video. Mittlerweile ist das schon das 3. Video des Tages. Falls ihr das feiert, dass ich so aktiv bin, falls ihr öfter so viele Videos haben wollt, dann lasst jetzt einen Daumen nach oben da, schreibt mir in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.